Bro, haben wir gerade den größten Scam in dem Automatengeschäft aufgedeckt? Wir haben gerechnet und die Zahlen sprechen für sich. Bevor wir in dieses kontroverse Thema einsteigen, wir möchten niemanden auf die Füße treten. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem tun, aber wir versuchen so objektiv wie möglich das Ganze zu beleuchten, ohne unsere Meinung hier einfließen zu lassen. Die lassen wir heute komplett draußen. Wir lassen nur die Zahlen für sich sprechen, damit ihr selber entscheiden könnt. Und übrigens, was sagt ihr eigentlich zu unserem neuen Setup? Wir haben, glaube ich, fast 2 Stunden gebraucht, um das heute einzurichten. Wir sind nicht die Profis im Raumdesign. Da gibt es bestimmt Leute, die das deutlich besser können. Aber ich finde es trotzdem ganz gut gelungen. Was sagt ihr dazu? So, genug geschnackt. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Thema von unserem heutigen Video. Und zwar, genauso wie viele von euch jetzt vor der Entscheidung stehen, standen auch wir vor der Entscheidung, wie kommen wir an einen Automaten ran? Kaufen wir einen Automaten oder mieten wir einen Automaten? Und das würden wir gerne jetzt ein bisschen beleuchten. Das Wichtige zunächst ist für euch zu entscheiden, wollt ihr im Auto oder wollt ihr im Indoor-Bereich starten? Es gibt viele verschiedene Modelle und viele verschiedene Hersteller und jeder hat von denen seine Vor- und Nachteile. Das müsst ihr für euch einfach rausfinden. Auch preislich gibt es natürlich Unterschiede. Aber damit wir ein richtig gutes, vergleichbares Beispiel für uns haben, haben wir natürlich den klassischen G-Snack 10er Outdoor geholt. Warum wir den gewählt haben, ist einfach, wir haben die meisten Berührungspunkte damit, die größte Erfahrung damit und können auch am besten darüber entscheiden, ob es sich lohnt oder nicht. Was kostet der überhaupt? Ein G-Snack 10er Outdoor, voll ausgestattet mit... Mit allem, einfach die Vollausstattung, Ausweiskontrolle, Kartenzahlmodul, Telemetrie, Banknotenleser und Münze, also praktisch das Vollpaket. Liegen wir bei ca. 12.500 Euro brutto. Das würden wir jetzt für unser Beispiel als Referenzpunkt nehmen. Damit starten wir einfach mal rein. Ich würde sagen, wir beginnen sofort mit dem Mieten. Genau, das erste, Mieten. Was sind denn die Vorteile beim Mieten? Beim Mieten natürlich, jeder denkt gleich dran, boah, ich muss diese große Summe nicht sofort aufbringen, sondern ich kann einfach monatlich easy peasy die Miete zahlen und dann habe ich einen Automaten stehen und ich erwirtschafte ja Geld mit dem Automaten und kann damit die Miete bezahlen. Ist an sich natürlich richtig. Das Problem kommt jetzt bei dem Kleingedruckten. Und zwar könnt ihr diesen Automaten mieten, aber immer nur auf eine festgeschriebene Nutzungsdauer. Das heißt, ihr könnt ihn nicht einfach so zurückgeben, sondern müsst ihn dann für eine gewisse festgelegte Zeit wirklich nutzen und zahlen natürlich. Für unser Beispiel haben wir die Zahlen nicht aus der Luft gegriffen, sondern haben uns extra ein Angebot eingeholt von einem, ja, auch namhaften Anbieter. Deswegen ist es wirklich vergleichbar und die Zahlen sind, wie gesagt, nicht erfunden. 69 Monate Nutzungsdauer. Das sind 5,75 Jahre. Müsst ihr diesen Automaten nutzen. Und ihr müsst jeden Monat 300 Euro netto. Das sind 360 Euro brutto. Das kommt natürlich bei euch immer wieder drauf an, ob ihr jetzt Umsatzsteuer Voranmeldung macht oder einfach, ob ihr die Kleinunternehmerregelung habt oder nicht, das sind steuerrechtliche Themen, das muss man natürlich für sich immer selber entscheiden. Aber gehen wir einfach mal nur vom Nettobetrag aus. Das heißt, sogar noch positiv betrachtet für dieses Beispiel. 300 Euro monatlich für 5,75 Jahre Nutzungsdauer. Ihr seid da gebunden. Ihr könnt ihn nicht vorher abgeben. Außer ihr zahlt Strafe wahrscheinlich. Aber wir geben einfach mal davon aus, dass ihr das auch wirklich macht. 69 Monate. Das Ding läuft, ihr zahlt jeden Monat die Miete und nach 69 Monaten haben wir 20.700 Euro an Miete gezahlt, netto. Brutto liegen wir bei 24.633 Euro, circa. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und viele von euch werden sich jetzt denken, ja, aber habe ich denn überhaupt eine andere Option? Ich habe das Geld nicht bar da, ich kann es nicht sofort bezahlen. Und ja, die Möglichkeit gibt es. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich finanzieren zu lassen, über die Bank, über Bekannte einen Privatkredit zu nehmen oder dann halt wirklich bei der Bank einen Kredit zu holen. Bei unserem Rechenbeispiel haben wir jetzt eine monatliche Finanzierung mit der gleichen Summe genommen. Das heißt, ihr zahlt genauso wie bei der Miete 300 Euro monatlich. In unserem Beispiel
ist der Zinssatz bei 3%. Das kann natürlich auch variieren, aber 3% war jetzt mal so angesetzt auf eine gleiche Laufzeit. Auf die gleiche Laufzeit. Es muss vergleichbar sein. Genau, es muss ja vergleichbar sein, das heißt auf die gleiche Laufzeit von 69 Monaten werden wir aber nicht brauchen. Ihr werdet den Automaten bei 12.500 Euro brutto, den der Automat kostet, werdet ihr den Automat in bereits 4 Jahren abbezahlt haben. Das heißt, es sind 1,75 Jahre früher wie beim Mieten und ihr werdet einen Zins von 700 Euro bezahlt haben. Da kommen wir dann im Endeffekt auf eine Summe von 13.200 Euro, die ihr nach 4 Jahren bezahlt habt für den Automat plus die Zinsen. Und wer es noch nicht selber verglichen hat... Moment. Das heißt, du zahlst bei der Finanzierung 13.200 und ich zahle 20.700 Euro? Richtig. Wer es jetzt noch nicht selber verglichen hat, bekommt es jetzt von uns. Ihr habt eine Gesamtdifferenz von 11.433 Euro. Das entspricht fast nochmal einem G-Snack 10er. Aber nochmal, um eine Schippe draufzusetzen. Wenn ich ihn jetzt miete, zu den gleichen Bedingungen, wie wir es schon gehabt haben, dann nach wie vielen Jahren würde er eigentlich mir schon gehören? Er würde eigentlich nach circa 3 Jahren schon euer Automat sein. Nach 3 Jahren habt ihr die Summe bezahlt, die der Automat eigentlich wert ist. Das heißt, 2,75 Jahre, fast nochmal 3 Jahre, zahle ich in die Tasche von dem Anbieter. Genau. Das ist schon eine stolze Summe, das muss man schon sagen. Es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, auch steuerlich betrachtet, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, die Zahlen sind hier einfach sehr, sehr eindeutig. Es ist sehr, sehr eindeutig, dass einfach der Kauf vielleicht eine höhere Investition für den Anfang ist, aber dennoch sich mehr lohnt, über eine Finanzierung den Kauf zu gestalten, wie über eine Miete. Wir reden hier aber auch nicht über Faktoren wie Serviceleistung, Reparaturen, Gewährleistungen und so weiter. Das sind viele Punkte, die im Einzelfall einfach mitentschieden werden müssen, die vielleicht auch noch den einen oder anderen Tausender mit raushauen. Aber das rechtfertigt noch lange nicht die 12.000 Euro, 11.433 Euro Unterschied. Und bedenke, der Automat bei Miete gehört am Ende nicht euch. Nicht euch. Das Geld ist weg. Und der Automat auch. Boah, das tut mir irgendwie weh. Objektiv bleiben, bitte. Objektiv bleiben. Objektiv. Ihr habt die Zahlen, ihr seht es, ihr könnt es euch selber nochmal durchrechnen. Ihr könnt vielleicht auch mal selber eine Mietanfrage stellen und es vergleichen, so wie wir es gemacht haben. Wir sind auf diese Zahlen rausgekommen und das rein objektiv betrachtet lohnt sich für ein wirtschaftliches Unternehmen einfach nicht. Vor allem, wenn ihr beginnen möchtet, es scheint am Anfang sehr lukrativ zu sein, aber bedenkt, ihr macht das ein paar Jahre. Nicht immer nur kurzfristig auf die nächsten paar Monate denken, sondern wirklich auf die Laufzeit, auf 5-6 Jahre betrachtet. Was habt ihr am Ende? Was bezahlt ihr tatsächlich auf diese Laufzeit? Das müssen eure Entscheidungspunkte sein. Für uns ist klar, wir bleiben beim Kauf. Die Automaten gehören am Ende des Tages uns und wir müssen nichts mehr abgeben. Richtig. Es bleibt einfach alles bei uns. Entscheidet selbst. Schreibt in die Kommentare, ob ihr damit Erfahrungen habt. Wir möchten es nicht grundsätzlich schlecht reden. Wir haben einfach nur die Zahlen verglichen. Es gibt, wie gesagt, bestimmt Beispiele oder Fälle, Situationen, wo Mieten einfach sinnvoll ist und sich lohnt. Sonst würde es diese Option nicht geben. Definitiv. Das müsst ihr im Endeffekt selber entscheiden. Die Zahlen haben wir für euch verglichen. In diesem Sinne war es schon wieder mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass wir keinem auf den Fuß getreten sind. Wir haben es, wie schon bereits am Anfang erwähnt, einfach nur objektiv betrachtet. Ausgerechnet. Peace out. Ciao, Leute.